Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es gibt ja die erste FIFA 21 Zweitliga-Prognose. Ich hoffe wie immer, es gefällt euch. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Reinschalten und los geht's. Trotz des Spielausfalls des Hamburger Sportvereins gegen den FC Erzgebirge Aue stehen die Hamburger auf dem dritten Tabellenplatz. Greuther Fürth hat 3 Spiele, 3-mal unentschieden gespielt hier. Aber gegen den HSV machten sie es gut von Beginn an. Knappe Viertelstunde gespielt, die erste Möglichkeit. Und da haben wir Sven Ulreich, den Neuzugang, direkt mal im Fokus. Richtig starke Parade vom Mann, der vom FC Bayern kam. Hamburg in den blauen Trikots nach 27 Minuten mal im Strafraum. Letztes Jahr gab es hier ein spätes 2:2 für Greuther Fürth. Das versaute dem HSV den Aufstieg. Und hier wollte Greuther Fürth den Hamburgern wieder einen Streich spielen. Und es funktioniert erstmal. Duziak schießt da Branimir Hrgota auf der Linie an. Der drückt das Leder mit der Brust über die Linie. Stunde gespielt. Dann der HSV mal wieder nach vorne und Sonny Kittel mit dem Ausgleich. 63. Minute war auch verdient zu dem Zeitpunkt. Die Verhältnisse waren hier weitestgehend ausgeglichen. In der Schlussphase wurde es dann nochmal offen. Der HSV war etwas dichter dran. Bakary Yatta. Da fehlte nun wirklich nicht mehr viel zum Führungstreffer. Ein guter Flachschuss zieht haarscharf am Pfosten vorbei. Und zum Ende hin noch einmal Greuther Fürth. Julian Green mit der Hacke weitergeleitet zu Hrgota. Und doch noch das 2:1 für die Gastgeber. Doppelpack Hrgota, hier hat er mehr Anteil dran. Überwindet Ulreich und Greuther Fürth spielt dem HSV mal wieder einen Streich. Gewinnt hier mit 2:1. Kein Weltuntergang für den HSV, aber bitter allemal. Die Saisonstarts waren doch sehr gegenteilig. Sandhausen hat 2-mal gewonnen, 1-mal verloren. Der KSC dagegen 3-mal mit der Niederlage. Der SV Sandhausen dementsprechend mit breiter Brust und Karlsruhe verunsichert. 9. Minute, Daniel Keteruel mit dem 1:0 für die Gäste. Ist er in der Mitte viel zu frei. Der Neuzugang, der ja schon wieder zuschlägt, richtig erfolgreich hier beim SV Sandhausen in die Saison gefunden hat. Standardsituation für den KSC, vielleicht mal so eine Möglichkeit. Philipp Hofmann, und dass man den da nicht so alleine stehen lassen darf, das sollte keine neue Erkenntnis sein, auch nicht für den SV Sandhausen. 1:1 Ausgleich nach einer knappen halben Stunde. Der KSC nun mit mehr Selbstvertrauen vor den heimischen Fans. Kota geht ab, geht durch und schießt drauf. 35. 2:1, Partie gedreht. Weil Sandhausen in der Defensive Schwächen zeigt, die man so eigentlich nicht gewohnt ist. Immer noch nicht Pause. Julius Biada zu Natai. Wieder ein schöner Pass. Und ein 4. Treffer noch im ersten Durchgang. Kevin Behrens mit dem Ausgleichstreffer. Stellt also wieder alles auf Null. Im 2. Durchgang der SV Sandhausen besser, aber lange keine guten Möglichkeiten in diesem Spiel. Dann Behrens mit dieser Drehung. Und das 3:2. Die Partie steht wieder auf dem Kopf. Der KSC steht wieder vor den 0 Punkten. Aber es gab nochmal eine Möglichkeit. Robin Bormuth mit dem Kopfball. Der Aufsetzer findet aber diesmal nicht den Weg ins Tor, sondern geht über die Latte rüber. Und so bleibt es hier bei diesem 2:3. In einer Partie, in der sich der KSC das Unentschieden zumindest sicherlich verdient gehabt hätte. Aber Sandhausen ist momentan in guter Verfassung, ist eiskalt vom Tor gewesen und gewinnt dann auch nicht unverdient mit 3:2. Eintracht Braunschweig hat zumindest einen Punkt gesammelt. Der VfL Bochum hat 5 an der Zahl, also ein Sieg und 2-mal unentschieden. Braunschweig 2 Niederlagen. Zuletzt gegen Hannover im Derby tat das doppelt und dreifach weh. Hier auf Wiedergutmachungstour sah es erstmal nicht schlecht aus.
Felix Groß in der 8. Minute von Suleiman Abdullahi gut in Szene gesetzt. Der Mittelfeldmann rückt dann vor. Aus knapp 11 Metern überwindet er dann Manuel Riemann. Etwas über eine Viertelstunde gespielt. Nun der VfL Bochum im Vorwärtsmarsch. Erfolgreich 1:1. Anthony Lucia schwach von Braunschweig. Dass sie nach vorne Qualität haben, das wissen wir. Aber in der Defensive gibt es auch noch genügend Fragen, die geklärt werden müssen. Und zwar bestenfalls schleunigst. Sonst wird das nichts mit dem Klassenerhalt. Aber auch nicht, wenn man diese Möglichkeiten vergibt, wie hier Fabio Kaufmann. Alleine vor Riemann, der macht es auch gut. Nichtsdestotrotz muss man den als Zweit-Bundesligaspieler reinmachen. Die Partie wurde nicht weniger spannend, aber wieder so ein Fehler bei Braunschweig. Der wird eiskalt ausgenutzt. 1:2. Da waren gerade mal 5 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte. Doch die Elf von Daniel Mayer gab sich nicht auf. Bochum bekommt den Ball nicht richtig geklärt. Benjamin Kessel. Irgendwie bekommt er den Ball zu Kaufmann. Der liegt auf für Martin Kobielanski. Der in der 82. Minute den Ausgleichstreffer erzielt. Und damit das Remis für Braunschweig festmacht. Das ist das dritte Unentschieden im vierten Spiel für Bochum. Braunschweig immerhin jetzt mit 2 Punkten. Aber irgendwann muss man halt auch gewinnen. Fortuna Düsseldorf hätte sich das in der zweiten Liga sicherlich auch anders vorgestellt. Jetzt 3 Punkte nach 3 Spielen eher unterdurchschnittlich. Regensburg noch ungeschlagen mit 5 Punkten auf dem Konto. Aber Düsseldorf scheint die Länderspielpause gut genutzt zu haben. Und hier starteten sie dann nicht schlecht rein. Appelkamp, der hier alleine auf Meier zugeht, scheitert aber am Regensburger Schlussmann. Doch vom SSV Jahn kam nach vorne zu wenig, nahezu nichts. Hennings, Plädel, quergelegt. Diesmal Schinter Appelkamp mit dem Treffer. Jetzt macht er ihn, der war auch nicht mehr schwer. Wunderbar herausgespielt, Hennings, Plädel, Appelkamp, One-Touch-Fußball. In der zweiten Hälfte aber diese Möglichkeit, dieser verschossene Elfmeter von Ruven Hennings, dem war ein Foulspiel vorausgegangen. Zu Recht gab es da Strafstoß, aber Meier, der in dieser Saison schon wirklich überragte teilweise, hält hier seine Mannschaft im Spiel. Weiterhin also 1:0, Hennings zu Thomas Plädel, der mit Wucht in den Kasten, aber auch im Abseits. Es ging also weiterhin mit diesem 1:0 in die Schlussphase. Konnte Regensburg nach vorne mal nochmal was kreieren? Es sah nicht danach aus. Stattdessen Ruven Hennings, der versucht, das zweite Tor zu erzielen. Aber auch das nicht schafft. Und so zitterte sich die Fortuna in Richtung Minute 90. Und sie schafften es, das hier über die Ziellinie zu bringen. Knapper als nötig, aber auch durchaus überzeugend schlagen sie hier den SSV Jahn Regensburg und sind jetzt wieder auf der Erfolgsspur. Hannover 96 ist mit 6 Punkten aus 3 Spielen durchaus im Soll. Wäre auch mehr möglich gewesen. Der SC Paderborn kann von so einer Ausbeute nur träumen. Da ist es ein mickriger Punkt nach diesen 3 Spieltagen. Hannover 96, die Niedersachsen hier dominant im Spiel, aber Möglichkeiten wie diese hier durch Dominik Kaiser gab es wirklich extrem selten. Der erste Durchgang von Mittelfeldgeplänkel und Ungenauigkeiten geprägt, weswegen es dann auch verdientermaßen ohne Eintreffer in die Pause gegen die Paderborner Fans. Sie spendeten zwar Applaus, aber richtig zufrieden konnten sie damit eigentlich nicht sein. Der zweite Durchgang dann aber etwas besser geführt. Srebeni auf Pröger, direkt weitergeleitet. Antwi Ajay, es sah vor die Füße von Pröger erst, dann Ananou, der nachsetzt. Und in der 55. Minute das 1:0 markieren kann, doch etwas glücklich zu diesem Zeitpunkt.
Hannover 96 wollte nicht die zweite Niederlage hinnehmen und setzte sich vorne noch einmal fest. Dominik Kaiser, Flanke zu Weidand weitergeleitet auf Marvin Duksch und der Ausgleichstreffer, der in der 71. Minute dann auch verdient daherkam, gleichzeitig aber auch das Endresultat darstellte. Beide Mannschaften werden nicht überzufrieden damit sein, aber es ist eben ein gewonnener Punkt, mit dem Hannover 96 vermutlich noch etwas besser leben kann. Der FC Erzgebirge Aue musste lange auf sein drittes Ligaspiel warten. Jetzt war es soweit gegen den ersten FC Heidenheim und die Erzgebirger. Sie waren richtig heiß, das zeigen sie hier von Anfang an. Pascal Testroth mit der ersten Chance, die Kevin Müller noch parieren kann. Heidenheim etwas schleppend in die Saison gekommen, aber immerhin auch schon zweimal zu null gespielt. 4 Punkte stehen da nach 3 Partien. Der FC Erzgebirge Aue auch noch ungeschlagen sogar im Gegensatz zum ersten FC Heidenheim. Setzte hier das nächste Ausrufezeichen nach vorne. Schöner Schuss, der dann aber knapp übers Tor rübergeht. Was war mit dem ersten FC Heidenheim los? Das Auswärtsspiel in Hamburg beim FC St. Pauli bestritt man gut, verlor man aber mit 4:2. Und hier sah es wirklich danach aus, als würde auch hier irgendwann der Gegentreffer fallen. Gerade mal die 15. Spielminute. Mega Druck vom FC Erzgebirge, aber irgendwann muss man seine Möglichkeiten auch nutzen, sonst sollte sich das wohl noch rächen. Der erste FC Heidenheim mal mit einer Standardsituation. Geipel, ziemliche Bogenlampe, Meinka und Teuerkauf legt quer zu Robert Leipertz. Und so ist es dann, 28. 0:1. Der erste FC Heidenheim schlägt eiskalt zu. Das, was sie an Kaltschnäuzigkeit vermissen ließen, hatten sie hier dann wiederbekommen auf des Gegners Platzes. Christian Kühlwetter, 63. mit dem 0:2 und das war tatsächlich die Vorentscheidung. Der FC Erzgebirge Aue konnte sich damit nicht mehr zurechtfinden, erholte sich nicht mehr. Die großen Möglichkeiten, die gab es am Anfang der Partie, man nutzte sie nicht und verliert hier mit 0:2 komplett unnötig. Der SV Darmstadt schlug spät gegen den 1. FC Nürnberg zu, holte sich aber verdiente 3 Punkte beim Club. Der VfL Osnabrück als Überraschungsmannschaft vielleicht in diese Saison gestartet. Neuer Trainer Marco Grote, 5 Punkte nach 3 Spielen. Und die in Lila gekleideten Gastgeber machten es hier auch nicht schlecht. Hielten mit auf Augenhöhe gegen die vielleicht leicht favorisierten Darmstädter. 22. Minute, aber keine wirkliche Torgefahr. Es war kein Spektakel. Darmstadt lange nicht so gefährlich nach vorne wie eben noch gegen den Club. Jetzt vielleicht mal über eine Stunde schon gespielt. Dann Serdar Dursun, der aber an Kühn scheitert. Fragt am Ende keiner mehr nach, aber das wäre schon ein ziemlich schmeichelhafter Führungstreffer gewesen. Osnabrück etwas frischer, etwas wacher und hier an der Bremer Brücke sowieso etwas motivierter. Sebastian Kerk zieht in den Strafraum ein, legt nochmal zurück. Maurice Multhaupt zu Etienne Amenido. 1-0, 72. Spielminute. Die Führung für den VfL Osnabrück. Hart erarbeitet, hart geschuftet, aber dran geblieben und verdient. Der SV Darmstadt konnte in der Folge nicht mehr wirklich gut drauf reagieren. Der VfL Osnabrück aber nochmal mit der Chance zum 2-0. Amenido geht einfach durch. Der hatte jetzt richtig Selbstvertrauen getankt, zielt dann aber mit diesem Ball vorbei. Der findet nicht den Weg ins Tor. Es bleibt bei diesem 1:0 knapp, aber verdient für den VfL Osnabrück. Vom SV Darmstadt kam über 90 Minuten hinweg gesehen einfach zu wenig. Die Würzburger Kickers haben sich sicherlich schon mal mehr als einen Punkt nur verdient, aber am Ende steht das eine Pünktchen da. Mit Antwerpen lief es aber auch im Testspiel gegen Frankfurt deutlich besser.
Da gewann man mit 3:0 vor der Pause, hier vor der Länderspielpause gegen Greuther Fürth, holte man sich ein 2:2. Später Ausgleichstreffer, bitter, also man hätte auch schon durchaus gewinnen können. Hier gegen Kiel erst unter Druck, vor der Pause dann aber selber mit Akzenten. Baumann rüber zu Robert Herrmann. Und der macht zum perfekten Zeitpunkt das 1:0 für die Gastgeber. Aus Spitzenwinkel zieht er ins kurze Eck rein. Nicht unbedingt unhaltbar. Zweiter Durchgang, Kiel bemüht, aber ohne Durchschlagskraft. Schon in der 75. Minute Alexander Mühling mal, der Giefer testet. Starke Parade des Würzburger Schlussmanns. Fährt er die Hand aus. Richtig gut gehalten. Kiel erhöhte nochmal den Druck. Standardsituation kurz vor dem Ende. Von der linken Seite. Über Standard sind sie durchaus gefährlich. Everton, Querschläger, das ist Jae-Sung Lee. Einmal, zweimal. Und Ausgleich, 87. Das verdiente 1:1 für die Kieler Störche. Diesmal sieht Giefer nicht so gut aus. Muss er haben, kann er haben. Doch Jae-Sung Lee macht es verdientermaßen hier zum Remis. Wieder ein später Ausgleich aus Würzburger Sicht, natürlich absolut unnötig. Zum Abschluss des vierten Spieltags trafen der FC St. Pauli und der 1. FC Nürnberg aufeinander. In der letzten Saison beides noch Abstiegskandidaten. Nürnberg hätte es ja sogar wirklich fast erwischt. Hier war der Club aber besser aufgelegt. Das ist Sapreet Singh. In der 6. Minute mit der ersten richtig guten Torchance, die Robin Himmelmann zum Eckball abwehren kann. Das war für den Club äußerst ärgerlich, als man gegen den SV Darmstadt in der 3. Minute der Nachspielzeit noch den Gegentreffer kassierte und somit mit leeren Händen dastand. War aber kein gutes Fußballspiel vom 1. FCN. Jetzt machten sie es hier deutlich besser. Und die nächste Möglichkeit folgte auf dem Fuße. 13. Minute, Schleusener diesmal von Singh bedient. Trifft dann nur das Außennetz. Da macht Robin Himmelmann den Winkel gut zu. St. Pauli aber überhaupt nicht in der Partie. Schwacher Auftritt nach dem 1:0 gegen den SV Sandhausen nach der Niederlage. Hier auch etwas verunsichert. Das ist Sapreet Singh und jetzt ist der Treffer da. 23. Minute, Hof verdient das 1:0 für die Gäste. Himmelmann mit diesem Faustquerschläger, der postwendend zurückkommt und für das 0:1. sorgte. Wir springen in den zweiten Durchgang. Der FC St. Pauli gelobte jetzt Besserung und es wurde auch besser. Mühl mit dem Fehler. Daschner, schönes Auge für Schiere. 54. Das kann es sein, das muss es sein. War ja schon mehrmals erfolgreich in dieser Saison. Verpasst aber den Ausgleichstreffer. Hier gab es dann die Möglichkeit zum 2:0 durch Lohkämper. Der überzeugte beim Spiel gegen Darmstadt. Ein Tor gemacht, ein Tor vorgelegt. Aber wie angesprochen, mit leeren Händen stand man am Ende da. Und das war auch hier für den FC St. Pauli fast kurz bevorstehend. 90. Minute und Knoll ansatzlos, eiskalt und bitter für Nürnberg. Mitten ins Herz dieser Freistoß, der ist super getreten. Hat er lange nicht mehr so gezeigt. Jetzt macht er es mal wieder und trifft zum 1:1. St. Pauli kann nicht so richtig mit dem Auftritt zufrieden sein. Mit dem Punkt können sie nach diesem Spiel aber sicherlich gut leben. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video. Haut rein und adios.